Man will das überhaupt nicht. Man will überhaupt nicht arbeiten. Kein Mensch will arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Da muss man erstmal die Wut kriegen. Irgendeiner muss einen ärgern. Deine Sachen sind sowieso langweilig und doof und blau. Und dann, so. Und dann geht's los. Dann wird der Meißel angesetzt und dann wird das Material geradezu gekillt. So richtig, gib's ihm. Komm, bam, sitz. Die Idee, das ist sehr schön. Das Stück Holz hinzustellen ist auch schon sehr harte Arbeit, aber auch sehr schön. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man aus diesem dicken Baum da die und die dünne Figur oder die und die bewegte Figur herausschlagen muss, dann ist das ein Gebirge, das man erstmal erklimmen muss. Das ist irgendwie nicht so gut. Das ist dann so umgekehrt, also wie bei Ovid. Da heißt das dann, Daphne wird zum Baum, weil sie vor Apoll flieht. Und hier ist es umgekehrt. Die werden nun Menschen aus Bäumen. Bei mir jedenfalls. Mit den Augen meiner Hunde sehe ich das natürlich anders. Nicht, jetzt sehe ich das so, dass sie denken, was haut ihr da eigentlich immer noch einen rum? Es gibt doch so viele davon schon. Ne? Wozu macht ihr die aus Holz? Oder die denken, was arbeitet die überhaupt? Was macht ihr da die ganze Zeit so Quatsch? Ne? Das meine ich, wozu? Aber irgendwas muss man ja machen. Ich meine, man kann ja nicht nur rumsitzen. Und dann macht das Spaß. Und man hat immer die Hoffnung, das wird doll. Das wird ganz toll. Das geht nicht um Geld in diesem Fall. Es geht nur darum, dass man was Tolles macht, was einen selbst überrascht. Das tut es ja zu Anfang, die Idee und die Zeichnung auf dem Mäuse. Das sieht immer ganz super aus, als könnte das also wirklich gut werden. Und es wird es nie. Nie. Ganz selten ist da mal so ein Funke, dass man dann sagt, ja toll. Und das ist wahrscheinlich abgeschlossen, wenn man tot ist. Vorher nicht. Und man kann ja auch die Sachen, die man vorher gemacht hat, nicht einfach hängen lassen, indem man sagt, okay, jetzt mache ich nichts mehr, jetzt habe ich genug. Das geht nicht, weil man ist denen gegenüber verpflichtet, die jetzt so weit in die Öffentlichkeit zu bringen, dass das sich selbst trägt und untermauert wird. Dass die Leute nicht sagen, ach, stell ich mal in den Garten, da vergammelt das nämlich. Das muss also teuer werden. Ich mache gerne die Natur und dass man da so zwischen diesen Bäumen aus dem wirklich Vollen schöpfen kann. Und man hat hier die ganzen Eichenstämme liegen und ich kann genau wissen, wie viele Jahre ich für einen Stamm brauche. Gewöhnlich mache ich 4 solche Sachen, die ich mit meinem Körper abmesse. Dann liegen hier 7 Jahre, das weiß ich. Und das ist auch so ein Lebensabschnitt. Und wenn die dann hier rausgehauen werden, entweder tue ich die in die Kunstakademie und arbeite da weiter oder meistens verschiffe ich die nach Tobago, wo ich die fertig mache. Aber nicht dieses Jahr. Die da jetzt drin stehen, die werden nächstes Jahr, vielleicht fange ich damit an.
es ist immer ein Abschnitt von ungefähr 3 bis 5 Jahren, bis so eine Skulptur fertig ist. Und die Ideen habe ich ja für die ganzen Jahre schon, aber hoffentlich verändert sich was und dann will ich das nicht nochmal machen. Also dieses Mal habe ich versucht, die Arme reinzumachen. Es gelang nicht, ich will es aber nochmal versuchen. Deswegen nehme ich den dicksten zuerst, weil ich jetzt in dem Alter bin, wo ich wahrscheinlich die größte Kraft habe und nicht warten kann, bis ich über 60 bin. Dann wird das weniger, dann mache ich dann die kleineren. Also fange ich jetzt hier unten immer an. Erstmal von allen unten und später in den nächsten Jahren gehe ich dann nach oben. Als ich 1976 an die Kunstakademie kam, da hatte ich nichts anderes im Kopf als New York und die Unterwelt. Und dann hat mir einer gesagt, der heißt Herr Klauber, ist jetzt inzwischen verstorben. Der hat gesagt, Sie müssen mal nach Kronenburg kommen, das ist unsere Vergangenheit. Da müssen Sie mal, das ist für uns gebaut worden, für die Kunstakademie, das müssen Sie ausnutzen. Und da bin ich das erste Mal hier hingefahren und habe auch mit den Studenten draußen gezeichnet und gemalt und fand das eigentlich toll. Und da sind wir jedes Jahr wieder hingefahren. Und da ich in den Tropen angefangen hatte, Holzbildhauerei zu machen, habe ich dann hier auch Hölzer gesucht. Und später hat der Förster uns welche gegeben und wir haben die gekauft. So ist das gekommen. Und dadurch hat sich überhaupt meine ganze Arbeit entwickelt. Durch die Eiche. Oh, das ist eine Skulptur, da habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich war in Eile und irritiert und dachte, ich bin genial. Und das ist dann immer der erste Schritt zum absoluten Desaster. Ich habe mich in den Proportionen vertan, weil ich wollte etwas machen, was die Arme so ganz verschränkt hat, so eine Nijinsky-Stellung. Und ich habe aber nicht bedacht, wie hoch das Holz ist. Das war noch viel höher. Ich musste ein ganzes Stück absetzen, weil ich kam nicht an den Kopf ran und ich habe mich da oben verwurstelt und das ging nicht. Man kann alles reparieren, solange das in der Länge geht. Nach oben hin kann man einstöpseln, aber das mache ich nicht. Ich mache nur dran. Bei der nächsten habe ich gleich die viel kürzer gemacht, damit ich dieses Volumen halte. Sonst wird die ja wieder so dünn. Ja? Ich kriege das immer hin, das dauert bloß lang. Und gerade die Desaster, sie sind oft so die Lieblingskinder dann zum Schluss. Ne? Können wir mal eben was hier mit dem Hals machen, was ich die ganze Zeit schon sehe? Ja. Komm mal hierher, bitte. Das sieht so, also so irgendwie komisch aus. Weißt du, so, irgendwas ist komisch, nicht? Was? Also wie das gezeichnet ist. Da würde ich mich genieren, weil das stimmt was nicht. Und das stimmt wesentlich nicht. Und das ist das. Und jetzt, Barbara, kannst du mal eben kommen, bitte? Dann zeige ich dir das mal. Das ist nur ein Zeichenfehler jetzt. Nicht? Ja. Das mit den Ecken ist gut, aber bei dem Hals funktioniert das so. Guck mal, stell dich mal genau in die Figur ist. Ja, guck dir das mal an. Oh ja, die Linie geht das ja. Das ist ja nicht. Das? Hier, bitte. Also, zum Beispiel so. So, ja. Ah, ja, dann kriegst du das sofort. Dann? Ja, ja. Nicht, dann dreht sich das Ding. Doch, normalerweise ist hier. Das Ganze interessiert mich, weil wir haben das nie gelernt oder auch nicht gesehen. Als ich anfing zu studieren in Berlin, da gab es das überhaupt nicht mehr. Da gab es dann nur Kolbe, das kannte man noch. Und Scheibe, Richard Scheibe, war noch gerade eben Professor da, der ist aber dann gegangen, der hatte noch einen Studenten. Diese ganze realistische Skulptur war verboten, kann man sagen. Also mir wurde das nicht erlaubt. Es wurde auch kein Aktzeichnen mehr gemacht. Später in England sowieso nicht, Amerika auch nicht. Das war abgeschafft, stellen Sie sich das mal vor. Seit den 50er Jahren gibt es das überhaupt nirgendwo. Jetzt fangen die damit so langsam wieder an. Aktmodellieren gibt es nicht mehr, das gab früher Klassen dafür. Kein Mensch kann das. Im Osten Deutschlands natürlich wurde das weitergetrieben, aber hier nicht. Hier hat man sich orientiert an Brancusi, Giacometti. So, das war's dann. Und alles Realistische sagte, das kann man heute nicht mehr machen. Ich wollte aber sowieso immer Apoll hauen. Und da hat man mir gleich gesagt, es geht nicht, dieses Fortschrittgeglaube, dass man auf keinen Fall zurücksehen darf und auch so was Schönes machen. Das geht ja sowieso nicht. Man kann ja nur das machen, was einem selber liegt und zu dem man selber fähig ist. Also kann man nicht so einen griechischen Apoll machen, das geht gar nicht. Aber das ist doch egal, das hat man einfach kategorisch geschnitten und wir müssen Fortschritt nach vorne und wir müssen was Neues erfinden. Das ist alles Blödsinn, meiner Meinung nach. Dadurch habe ich dann langsam herausgefunden, wer alles vorher gearbeitet hat. Im Tanz ging das ja weiter, im Ausdruckstanz. Der hat ja die Nazizeit überlebt als abstrakte Form, nur weil die Namen geändert haben. Anstatt XY schießt diagonal von rechts nach links, hieß es jetzt Waldesrauschen in einer milden Sommernacht.
Und dann ging das abstrakt darüber, das ging dann. Aber in der bildenden Kunst eben nicht. Da ist nichts gerettet worden. Die sind entweder gestorben oder ausgewandert. In St. Martin's School of Art unter Caro und King und Witkin, da war das auch so, dass das natürlich, man kann doch nicht realistisch. Am liebsten hätte ich natürlich Gartenzwerge gemacht oder Engel oder sowas. Das durfte ich aber nicht und musste das immer so abstrakt eigentlich verkleiden. Das waren ja immer Geschichten und Märchen, die ich gemacht habe, aber das habe ich dann eben so umkleidet, sodass das Vokabular der abstrakten Leute habe ich vollkommen übernommen. Das heißt, weg von der Erde, Luft dazwischen, wie etwas steht, also dieses ganze Skulpturenvokabular. Aber ich habe das anders geformt, das war sowieso immer witzig eigentlich. Aber es war räumlich, total, von unten, von oben, von der Seite, von allen Seiten, total interessant. Wie sehe ich das zu Tobago? Das ist ganz ähnlich. Ich meine, das ist dieselbe Natur hinter mir, vor mir. Da drüben ist das Dorf. Da muss man ein bisschen aufpassen mit Geräuschen, dass es nicht zu laut und zu oft ist und sonntags nie gesägt wird. Das ist genau wie in den Tropen. Wenn man diese Wald einfach dahin pflanzt nach Tobago und dann noch, hätte man noch die See, dann wäre alles zusammen. Aber sonst, das Tobago-Atelier ist das Feinarbeitsatelier. Weil da habe ich ja alles. Da habe ich diese großen Räume, um die zu malen. Und was hier ja, hier kann man nur arbeiten, wenn es warm ist. Das heißt, ich bin ja nur 2 Monate hier im Jahr. Weil dann bin ich ja schon wieder weg.